So, liebe Leute, heute stelle ich euch das MaxHub UCM40 vor. Das ist ein All-in-One-Videokonferenzsystem mit 360-Grad-Sicht. Wenn du neu hier bist, mein Name ist Denise Gree. Das hier ist der YouTube-Kanal von Tenovis Direkt und wir bringen dir jede Woche Neuheiten im Bereich der Telekommunikation. Das heißt über Headsets, Konferenzsysteme, Telefone, Videokonferenzsysteme oder auch Cloud-Telefonanlagen. Also wenn du auf dem neuesten Stand bleiben möchtest, dann abonniere unseren Kanal. Jetzt aber zu der 360-Grad-Kamera von MaxHub. Die Kamera selber ist eine Plug-and-Play-Kamera, das heißt, du kannst einfach den USB-Stecker einstecken und ein Stromkabel und kannst loslegen. Unabhängig davon, welche Collaboration-Plattform du hast, ob du jetzt Teams nutzt, Zoom nutzt oder meinetwegen WebEx oder Avaya, die funktioniert praktisch mit allen Collaboration-Plattformen. Du hast bei der Kamera verschiedene Modi, wie du das Bild darstellen kannst. Und zwar kannst du hier ist ein Knopf vorne dran, kannst du praktisch wechseln. Es gibt 7 Ansichtsmodi. Zum Beispiel den ersten Modus, dass auf jeder Kameraseite praktisch, wo 4 Personen sitzen. Das ist übrigens eine Kamera, die eignet sich perfekt für 4 Personen in einem Sitzungssaal. Dass jedes Bild einzeln dargestellt wird und auf dem Monitor erscheint. Dann gibt es noch einen Modi, wo du die 4 Bilder der Personen haben kannst und aber auch noch ein Panoramabild. Dann werden diese 4 Personen zusammengesetzt. Ein Panoramabild selber oder auch eine 180-Grad-Sicht macht die Kamera auch. Also die Kamera dieses Videokonferenzsystem. Oder natürlich auch einen Panoramamodus und nochmal eine andere Ansicht unten drunter. Und diese Modi kannst du praktisch hier an dem Knopf verstellen, wie du das mit deinem Gegenüber am besten, wie das mit deinem Gegenüber am besten passt. Du hast aber hier auch noch die Möglichkeit, in einen professionellen Modus zu gehen. Da brauchst du noch eine zusätzliche App dafür, um praktisch als noch mehr Modi einzustellen. Denn da gibt es noch eine Möglichkeit, dass du auch einen Präsentationsmodus hast. Das heißt, es wird auf eine Person gefilmt und du kannst nochmal einen Whiteboard abfilmen. Die Kameras selber sind 5-Megapixel-Kameras und wie gesagt, das sind 4 Linsen an diesem Gerät. Und durch diese 4 Linsen hast du auch eine super gute Aufnahme und das Bild wird so zusammengesetzt, dass es auch keine Fischaugenverzerrung gibt. Und das ist natürlich dann auch für das Gegenüber total gut, weil du ein schönes Bild rüberbringst. 4K-Auflösung ist übrigens mit dieser Kamera auch möglich. Die Kamera selber hat Auto-Framing und Voice-Tracking. Das heißt, du kannst hier als Sprecher das so einstellen, dass der Sprecher immer weiter verfolgt wird mit dieser Kamera. Sprache an sich kannst du hier oben zum Beispiel muten. Da siehst du auch, ob das aktiviert ist oder nicht. Einfach auf die Kamera oben drauf drücken und du kannst auf stumm schalten. Hier wird eine App mitgeliefert bei dieser Kamera. Und mit der App kannst du natürlich erstmal, wenn du diese Kamera in Betrieb nimmst, in einem bestimmten Raum, Voreinstellungen vornehmen. Und zwar ist es so, dass manche haben die Kamera hier so stehen und es gibt sehr große Teilnehmer und sehr kleine Teilnehmer in einem Meeting. Und dann kannst du die Kamera selber auf die optimale Höhe ausrichten, sodass das Bild gut rüberkommt. Ja, und die Mikrofonreichweite, also du kannst dich da in einem Radius von ungefähr 5 Meter weit weg bewegen von dieser Videokonferenzlösung und die Sprache wird immer noch klar aufgenommen. Also so ungefähr bis zu einer Raumgröße von 25 Quadratmetern ist dieses System ganz praktisch. Ja, das war es eigentlich alles über die MaxHub-Kamera, diese 360-Grad-Kamera. Wenn du noch mehr Infos haben möchtest, dann kannst du uns natürlich anrufen, anchatten oder auch eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns über jeden Kontakt. Und ich würde mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, wenn dir das Video gefallen hat.